was bisher geschah. Macht euch nicht lächerlich. Ich bin nicht unheimlich. Oh, haha, sehr witzig. Aber gut, mir soll's recht sein. Dann seid eben unheimlich und ein Arschloch. Und so geht's weiter. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Age Inquisition. Es geht weiter. Wir wollen die Quest Böse Augen, Böse Herzen anfangen. Beziehungsweise wir sind schon mittendrin. Blubub. Also, erzählt mir von Gaspard. Was wissen wir über Großherzog Gaspard? Dass der Bursche gerne Kaiser geworden wäre. Er ist Celains Vetter und stand nach dem Tod Kaiser Florians in der Thronfolge an erster Stelle. Aber Celain hat ihn ausgebotet, indem sie den Rat der Herolde für sich gewann, der im Falle von Titelstreitigkeiten die Entscheidungshoheit hat. Also wurde sie Kaiserin und er General der kaiserlichen Armee. Ja. Er ist bei den Truppen ausgesprochen beliebt. Und er ist ein Chevalier. Die meisten seiner Kameraden schlugen sich auf seine Seite, als er sich gegen die Kaiserin wandte. Gaspard hat die Chevaliers. Sind die Chevaliers nicht Teil der Armee? Warum sollten sie dem Herzog folgen? Jeder Chevalier hat geschworen, der Krone zu dienen. Aber das heißt nicht, dass sie an deren Träger glauben. Die Kaiserin hat versucht, die Beziehungen mit Ferelden und Nevara zu verbessern. Seitdem betrachten sie die Chevaliers als Antimilitaristin. Sie denken, Gaspard könnte dem Reich wieder den Glanz von Drakons Expansionsjahren geben. Okay, also Gaspard wählen wir schon mal nicht. Das ist ein Arschloch. Wer ist diese Botschafterin Briella? Botschafterin. Und die nehmen wir auch nicht. Das ist auch eine Biatch. Sie hat die Elfen Halam Shirals zu einer Untergrundarmee organisiert. Die Kaiserin hat sie zu den Friedensgesprächen eingeladen, um sich für den Krieg die Unterstützung der Elfen zu sichern. Das allein wäre schon ein Skandal, selbst ohne das Gerücht, dass Helene und Briella einmal ein Paar waren. Persönlicher Groll und ein Netzwerk von Saboteuren? Eine vielversprechende Spur. Wartet, die Anführerin der Elfen ist eine ehemalige Geliebte der Kaiserin? Das wissen nicht viele. Es ist nur ein Gerücht, das vor einigen Jahren unter dem Palastpersonal kursierte. Na, ganz toll. Falls das stimmt und an die Öffentlichkeit kommt... Die Kaiserin und eine Elfin. Der Skandal könnte Celains politisches Ende sein. Selbst wenn es nicht stimmt, könnte Briella die Kaiserin damit erpressen. Sie hat einige Verbindungen zum Thron. Erzählt mir alles, was ihr über die Kaiserin wisst. Kaiserin Celain ist eine angesehene Diplomatin und Reformerin. Sie arbeitet unermüdlich an der Sicherung des Friedens. Leider halten viele Orlesianer ihr Bemühen für Selbstgefälligkeit. Da sie noch keinen Erben benannt hat, ist die Zukunft des Reiches völlig offen, falls ihr etwas zustoßen sollte. Immerhin wäre der rechtmäßige Thronfolger im Moment ihr Vetter Gaspard, der im Rat der Herolde nicht viele Freunde hat. Celain ist ständig von unzähligen Wachen, Höflingen, Dienern und Vasallen umgeben. Wo könnte sich ein Mörder also besser verstecken als im Hofstaat der Kaiserin? Wie kann Gaspard immer noch Thronfolger sein, wenn er der Kaiserin den Krieg erklärt hat? Der Titel Großherzog signalisiert, dass er ein Prinz war, bevor die Kaiserin den Thron bestieg. Oh mein Gott, die Adligen machen mich krank. Ich krieg Kopf wieder davon. Das muss ich erst einmal alles verarbeiten. Solange sich Gaspards und Celains Armeen bekämpfen, okay, dann soll können ich mal mehr Strichmännchen nicht offen zum Palast marschieren. Meine Spione werden dafür sorgen, dass eure Soldaten hineinkommen. Aber immer nur ein paar, um kein Aufsehen zu erregen. Verstanden. Auf euer Zeichen legen wir los. Los! Oh nein, ich will nicht. Okay, wir gehen los. Auf zum Winterpalast. Und wen nehmen wir denn mit? Ich würde sagen... Cassandra ist jetzt momentan super equipped, also Cassandra auf jeden Fall. Dann Dorian, der kennt sich ja mit höfischem Mist aus. Ich weiß nicht, ob Cole so happy ist, auf einem Ball zu sein, aber Cole macht ziemlich guten Damage, also kommt Cole auf jeden Fall auch mit. Gut, Sarah würde einfach nur in den Champagner pinkeln oder so. Wobei, bei Sarah ist die Vorstellung immer relativ lustig. Ah naja, wir nehmen Cole mit. Ich gehe jetzt nach der Effektivität der Gruppe und dem Damage. Ja.
Also diese roten Templer, die sehen echt übel aus. Selbst in gezeichneter Form ist das WTF. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder angemöppt, weil wir eine Magierin sind. So von wegen, was macht eine Magierin hier? Die Lage in Halam Shiral ist zum Zerreißen gespannt. Die Kaiserin fürchtet, wir könnten sie verschärfen. Der Großherzog ist froh, uns als seine Gäste begrüßen zu können. Also kommt die Einladung von ihm. Wir sind Gäste von ihm? Ob wir ihm nun helfen oder das Machtgleichgewicht stören, es verschafft ihm eine Möglichkeit, wenn nicht einen klaren Vorteil. Der kann mich mal. Boah, dieses Outfit ist so furchtbar. Inquisitor Trevelyan. Ich will auch ein Kleid. Es ist mir eine Ehre, euch endlich kennenzulernen. Oder welches Laut der Gerüchte, die uns aus dem Westgraden erreichen, habt ihr gegen eine Armee von Dämonen gekämpft. Ja, nicht nur Gerüchte Stellt halber. Stellt euch vor, was die Inquisition mit der vollen Unterstützung des rechtmäßigen Kaisers von Orlais erreichen könnte. Ja, könnt ihr mich ihn vorstellen? Idiot. Wer wäre das? Und wer wäre das gleich nochmal? Ich bringe sie ständig durcheinander. Der Attraktive und Charmante natürlich, my lady. Ich bin kein Mann, der seine Freunde vergisst, Inquisitor. Eine Hand wäscht die andere. My lady, seid ihr bereit, den Hof zu schockieren, indem ihr einen verhassten Thronräuber in den Ballsaal begleitet? Nur wenn du deine Hände bei dir behältst. In 100 Jahren noch reden. Okay. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Herzog Gespard. Ich freue mich schon darauf, diesen Bürgerkrieg zu beenden. Genau wie ich, meine Liebe. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir helfe, Stinky. Das Reich braucht Stabilität und Sicherheit im Augenblick mehr denn je. Wenn euch die Sicherheit des orlesianischen Volkes am Herzen liegt, Inquisitor, könntet ihr vielleicht etwas für mich überprüfen? Diese Elfenfrau, Briella, ich glaube, sie hat vor, die Verhandlungen zu stören. Ja, ja. Meine Leute haben überall auf den Befestigungen diese Botschafter entdeckt. Sabotage scheint noch das geringste ihrer Verbrechen zu sein. Gut. Das hört sich an, als sollte ich der Sache nachgehen. Seid so diskret wie möglich. Ich bin immer diskret. Ich hasse das Spiel. Aber wenn wir es nicht gut spielen, lassen uns unsere Feinde wie Schurken aussehen. Aber wir lassen die Leute warten, Inquisitor. Sollen wir? Na, das fängt ja schon wieder gut an. Inquisitor? Oh nein. Ein Magier? Nein, da muss ein Fehler vorliegen. Magierin! Vom Zirkel von Ostwick heißt es. Adlige und Magier vertragen sich nicht. Mit wenigen Ausnahmen. Der Hof beäugt dich voller Misstrauen. 30 Ansehen von 100. Wenn das Ansehen übrigens absinkt, wenn ich mich jetzt als so ungehörig verhalte oder irgendeinen Scheiß mache, mal kurz Pause machen, und das runtersinkt, dann werden wir einfach mal schlichtweg vom Ball rausgeschmissen. Wenn ihr das allererste Mal spielt und ihr schafft es, bei 100 zu sein, bevor die letzte, wenn die letzte Mission angeht sozusagen, oder halt ziemlich hier oder nicht unter 50 sinkt oder irgendwie sowas war da, dann kriegt ihr noch einen Erfolg über Origins etc. Aber ja, den habe ich schon. Also ich muss jetzt nicht unbedingt hier 100% haben, wie auch immer. Ich werde versuchen natürlich es möglichst hoch zu halten, aber mal schauen. Und dafür gibt es hier natürlich gleich schon mal die erste Mini-Quest. Also es lohnt sich immer vorher, bevor ihr irgendwie da reingeht, den ganzen Garten abzuskinnen. Werdet aber auch sehen, wieso. Was soll ich tun, wenn ich meinen Ring nicht finde? Keine Ahnung! Das wird zum Beispiel unhöflich. Und das hier ist höflich. Und gibt natürlich auch mal gleich Punkte dazu, wenn auch nicht so viele. Du hast sieben Ansehen bei Hofe gewonnen. Üblicherweise das Ereignis von Finesse. Dem gekonnten Unterhalten der Anwesenden oder der Befolgung der Etikette. Je höher das Ansehen bei Hofe, desto besser. Ist das der Ring, den ihr sucht? Ihr seid ein Schatz. Ich kann kaum glauben, dass ihr ihn gefunden habt. Ja, ich bin toll. Ohne euch hätte ich mich bis ans Ende meiner Tage gegrämt. Tausend Dank. Ja, bis du wahrscheinlich einen neuen Ring gekriegt hättest von deinem Knallkopf, den du... Hey, die Nachtigall macht mich nervös. Ach, wieso? Hat er sich ausgezogen? Liliana, zieh dich wieder an.
Sonst wären die Leute blind. Was haben die alle für hässliche Outfits an? Was ist denn das hier? Ich will gar kein Kleid anziehen. Weil im Vergleich zu dem hässlichen Scheiß, was die da Kleidung nennen... Ist das der Inquisitor? Oh. Eine Marschenbewohnerin? Eine Marschenbewohnerin? Der Erbauer hat einen seltsamen Sinn für Humor. Ja, mi. Der hat wirklich einen seltsamen Sinn für Humor, wenn ich mir dein Outfit ansehe. Blöde Kuh. Oh, ich bin eine blöde Controller und ich bin hier vor die Nennennenne und ich mache hier Mimimi und überhaupt. Was? Wo? Ach ja, dann gibt es hier natürlich auch so Türen. Die kann man nur öffnen, wenn man eine Halla-Statue findet. Und die befinden sich im Normalfall immer irgendwo versteckt. In den Büschen oder so. Deswegen muss man da auch immer wieder mal ein bisschen gucken. Ja, hier ist zum Beispiel so eine. Man kann sich die aber auch aufheben. Damit man... Sind alle Delonsees hier? Bestimmte... Ich hoffe nicht. Fenster oder also bestimmte Türen danach aufmachen kann. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, alle gefunden habe ich bis jetzt noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Am nervtötendsten wird es dann sein, wir müssen dann Leute belauschen. Also macht euch schon mal drauf gefasst, dass ihr einen Kotzkrampf kriegt. Wo die flüstern. Und ganz ehrlich, dieses Geflüstere macht mich so dermaßen irre im Kopf. Dieses... Ihr werdet noch feststellen, was ich meine. Das wird wirklich genauso sich anhören. Und teilweise, du verstehst überhaupt nichts. Also, und dann, oh, das könnte hilfreich sein. Und ich denke mir dann so, hä? Das hätten sie zum Beispiel auch anders umsetzen können. Nicht so auf komplett kloppi-Weise. Dass man zum Beispiel wirklich was hört von, oder was Lustiges wenigstens, dass man irgendwas hört mit, keine Ahnung, Contess Chicky Chucky hat mit Captain Pupu in der Oberstadt rumgemacht und bla bla bla. Dann wäre es ja wenigstens lustig. Vergoldete Wände. Ich will jetzt erstmal hier gucken. Hier. Das ist jetzt zum Beispiel die da mit der Sprechblase. Ausländer. Oh. Muss das sehr bitten. Ich komme aus Bayern, deswegen bin ich kein Ausländer. Die diskriminieren mich so. Zipfelglatscher. Puh. Arschloch. Na, diese Rassisten. Ich will gar nicht in Olelele wohnen. Ach, hier sieht man jetzt Lauschi Lauschi. Und jetzt Achtung, jetzt kommt das Beste in dem Spiel. Gibt es Neuigkeiten? Ach nein, die hört man reden. Okay, noch nicht. Meine Spione sagen, später. Es gibt mehr Tote, als man zählen kann. Oh, die Kaiserin wird dem Krieg heute Abend sicher ein Ende machen. Beten wir dafür, mein Lieber. Und falls uns der Erbauer nicht erhört, einfach weiterbeten. Auch goldene Wände haben Ohren, heißt das wahrscheinlich. Okay, normalerweise, wenn hier so ein roter Kreis irgendwo ist, das ist jetzt im Endeffekt am Anfang hier das Tutorial, auf was man halt achten muss, damit man schon mal ins Spiel eingebunden wird. Das Spiel bezeichnet nichts anderes als das möglichst taktische Vorgehen, um an sein Ziel zu kommen und möglichst alle Leute gegeneinander auszuspielen und ja, am Ende der Sieger zu sein. Meistens endet das Spiel allerdings blutig. So, ne? Jedenfalls ist es hier, ja, die Belauschungen gehören dazu und versteckte Sachen finden. Manchmal findet man in Türen auch Geheimnisse dahinter. Oder irgendwelche Sachen, die man eben nicht finden soll. Dafür brauchen wir dann eben diese dummen Statuen. Gesammelte verfängliche Informationen. Das ist zum Beispiel das nächste Bestandteil von dem Ganzen.
Dann gibt es noch diese Caprice-Münzen. Die kann man dann in den Brunnen schmeißen. Den werden wir aber auch noch finden. Ich habe es einmal geschafft, alle zu finden, aber ich habe keine Ahnung, wo die waren. Was trägt Lady Pendergast denn da? Das nennt man Strapse. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da anhat. Ich speichere mal lieber, vorsichtshalber. Ich hoffe, sie hat was an. Hosenanzug. Inquisitor, einen Moment bitte. Bevor ihr hineingeht, muss ich euch warnen. Wie ihr mit dem Hof sprecht, ist eine Frage von Leben und Tod. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Klingt, das wären sie nett. Sie machen mir keine... Okay. Keine Sorge, ich werde vorsichtig sein. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Im Nichts mit dem Dämon der Angst werdet ihr sicherer. Warnt auch die anderen. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Insbesondere Cole. Vorausgesetzt natürlich, ihr schafft es, dass er euch zuhört. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Es wird schon alles gut gehen. Ich mag Cole. Ich find's lustig. Möge Andraste über uns Molestiana war. Flippen dann alle aus, wenn Cole irgendwas erzählt, was kein Mensch versteht. Cole versteht sich ja selber nicht mal. Wie sollen die denn das kapieren? Außerdem haben die komische Hüte auf und Masken. Den drückt's wahrscheinlich den ganzen Tag die Luft ab. Deswegen haben sie so schlechte Laune. Diese Arschköpfe. Vor allen Dingen ist ja schön, dass ihre Masken irgendwas repräsentieren, von wegen was für einen Stand das sie haben und bla 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 bla. Aber ganz ehrlich, das sieht voll kacke aus. Wir hätten sich auch einen anderen Weg suchen können, um irgendwas zu symbolisieren. Also, oh ja, guck mal, ich habe eine Maske um den Kopf. Das Einzige, was sie damit symbolisieren, ist, ich habe so eine Hackfresse. Wenn ich keine Maske anhabe, dann kotzt du. Hm? Das ist nämlich das eigentliche Geheimnis. Und damit die Adligen nicht gedisst werden, dass sie kacke aussehen, im Gegensatz zu ihren elfischen Dienern oder den anderen Dienern, setzen sie einfach Masken auf. Mhm. Denk mal drüber nach. Das ist sowas von mega logisch. Also wenn das nicht logisch ist. Ich kann es kaum glauben, dass Gespard und Selene im selben Raum sind. Großherzogin Florian muss ein Wunder vollbracht haben, um das zu schaffen. WTF ist dieser Palast übertrieben. Auf du. Hey, Kalipoop. Ich muss diese Jacke etwas weitermachen lassen. Je eher wir hineingehen, desto schneller haben wir es hinter uns. Ihr habt also auch so viel Spaß wie ich. Das es heißt, der Großherzog hat die Inquisition eingeladen. Oh, nein, das ist ein Gerücht. Es heißt, Selene hätte den gesamten Flügel umgestalten lassen, aber der Zeitpunkt ist denkbar schlecht gewählt. Warum tut sie so etwas ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung, vielleicht hat jemand eine Bombe gelegt oder so. Ich muss mal hier kurz... Ich spioniere nicht, nein, ich bin nur unauffällig. Hier. Leggy, leggy, leggy. Kann ich allein? Nein, ich kann auch nicht allein. Hm. Erfordert Schlüssel. Mann, ich habe Schurken dabei. Man braucht schon Schlüssel. Warum ist der Handel mit Lyrium so stark eingebrochen? Warum handelt ihr überhaupt mit Lyrium, ist die andere Frage, ihr Arschköpfe. Das ist ja wohl unverdingsibumsel. Also ist er Zwerge. Okay. Ihr dürft ausnahmsweise mit Lyrium handeln, weil ihr Zwerge seid. Jetzt lausch mal. Das ist das, was ich meine. Ich bin ein Volldepp. Und ich habe das als einzige Synchronsprecherrolle bekommen. Ich fühle mich voll getisst. Wie langweilig. Aber echt. Wahrscheinlich hat ihn seine Familie geschlagen. Ich habe du hast eine Synchronsprecherrolle in Dragon Age. Was hast du denn gemacht? Die wichtigste aller Rollen. Das habe ich gemacht. Ich bin wohl der Flüsterheim. Und jetzt bin ich voll geschüttet. Nichts als Tratsch. Ja, das, also, wird uns noch öfter passieren. Wir müssen leider diese Lauschi-Scheiß, die da immer wieder mal machen, damit wir auch ein paar Infos kriegen. Aber wie ihr seht,
Das ist einfach nur für den Arsch. Wie kann man das hier nur als Vestibül bezeichnen? Das ist eine Empfangshalle. Bitte? Es ist kaum halb so groß wie die Empfangshalle des kaiserlichen Palastes. Natürlich ist es ein Vestibül. Ich persönlich würde es ja eher als Vorraum bezeichnen. Euch hat aber niemand gefragt. Aha, ist nur halb so groß wie der Palast von bla bla bla. Okay, dann ist es, das ist ja auch nur der Winterpalast. Oh Mann. Okay, Herzog Kackpart. Ich bin bereit. Musste nur zwei wichtige Flüstermissionen abschließen. Nette Schriftrolle. Hat er die dran getackert oder wieso hält die so gut da hinten? Oh nein. Und nun begrüßen wir Großherzog Gaspard de Chalon und an seiner Seite Lady Inquisitor Trevelyan vom Zirkel der Magie in Ostwick. Breaker of the Chains, Mother of Dragon. Oh, Moment, falsches Szenario. Bezwingerin der aufständischen Magier Fereldens. Siegerin über die Abtrünnigen des magischen Untergrunds. Streiterin der gesegneten Andraste. Seht ihr diese Gesichter? Köstlich. An der Seite des Inquisitors, Sucherin Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Ja, macht weiter. Pentagast, 14. Cousine des Königs von Nevarra, Heldin von Olay, rechte Hand der Göttlichen. Lord Dorian Parvis, Mitglied des Zirkels von Virantium, Sohn von Magister Lord Hallward Parvis von Azariel. Sir Cullen Stanton Rutherford von Honleaf. What a name. Kommandeur der Streitkräfte der Inquisition. Rutherford? Ehemaliger Kommandant von Kirkwall. Lady Leliana, Nachtigall des Kaiserlichen Hofs. Veteranin der 5. Verderbnis. Truchsess der Inquisition und linke Hand der Göttlichen. Und Lady Josephine Charette Montillier von Antiva, Botschafterin der Inquisition. Keiner hat Cole vorgestellt? Cole hat sich wahrscheinlich gedacht, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich versteck mich. Base, werte Schwester. Großherzog. Oh Gott. Es ist uns stets ein Vergnügen, wenn ihr uns beehrt. Hat sich die Arme gebrochen? Spart euch eure Höflichkeiten, Selen. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden verhandeln, sobald wir unsere anderen Gäste begrüßt haben. Ja. Inquisitor? Lady Inquisitor, herzlich willkommen im Winterpalast. Darf ich vorstellen, unsere Base, die Großherzogin von Leeds. Was hat die denn für eine Frisur? Nicht möglich gewesen wäre. Was für ein unerwartetes Vergnügen. Ich wusste gar nicht, dass die Inquisition uns die Ehre erweist. Wir unterhalten uns später. Wie alt bist du, 80? Euer Kommen ist wie ein kühler Wind an einem Sommertag. Das Wetter könnte umschlagen, aber die hören mir alle zu gerade. Und du uns ist dann Mörder, das wäre gar nicht gut. Das ist meine Ehre. Machen wir mal erst mal. Ich freue mich, hier zu sein, Eure Majestät. Wir haben schon viel von euch gehört, Inquisitor. Eure Taten sind in aller Munde. Wie gefällt euch Halam Shiral? Wen die Worte dafür? Sagt den Ball ab. Es ist entzückend. Er ist entzückend. Ich kenne nichts, was ich mit dem Winterpalast messen kann. Wir hoffen, ihr findet Zeit, seine Schönheit zu genießen. Wir hoffen, ihr werdet euch im Ballsaal amüsieren, Inquisitor. Wir freuen uns schon, euch tanzen zu sehen. Das ist eine gespaltene Persönlichkeit oder ist es eine Wirform? Ja, ich weiß, das machen Adlige so, aber ganz ehrlich, das macht einen doch gaga. Inquisitor, ein Wort, wenn ihr kurz Zeit habt. Liliana, ich wollte gerade noch ein bisschen Bowle trinken oder sowas, keine Ahnung. Sag mal, Livette, wie geht es Mama und Papa? Was machst du denn da so nah an meinem Arsch? Ich muss das sehr bitten, Monsieur. Ich bin eine Lady. Der wollte mich angrapschen, oder? Ist so wie immer. Oh. Das heißt, sie möchte, dass du mir Aufgaben übernimmst.
immer bist du auf ihrer Seite. Oh, ich bin nicht auf ihrer Seite. Die Schwester von Josephine. Josephine. Oh, Josephine, ist sie das? Ach, Inquisitor, bitte erlaubt mir, euch meine kleine Schwester vorzustellen. Ich sehe nichts, es ist so dunkel. Gabriella Montillier. Es ist mir ein Vergnügen. Schön, eure Bekanntschaft zu machen, Lady Montillier. Inquisitor, ich habe schon so viel von euch gehört, aber... Was hast du da an Socken im Gesicht, oder was? Ach, das ist eine Maske. Sie erzählt mir nie etwas. Cool. Ist es wahr, dass einige aufständische Magier in Radcliffe Blutrituale und Orgien feierten, bis ihr ihnen das Handwerk gelegt habt? Nur Orgien. Wo hast du denn diesen Unsinn her? Das sagen in Antiva alle. Und... ist das wahr? Sie waren aber nackt. Diese Geschichten sind nur Wunschdenken, my lady. Oh, dann war es in Radcliffe sicher langweilig. Nein, war es nicht. Okay, ob es in Radcliffe langweilig war oder nicht, werden wir dann vielleicht im nächsten Part herausfinden. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.